40 Boote aus 12 Nationen kämpfen ab 27. August am Attersee bei der Segel-Europameisterschaft um Gold, Silber und Bronze. Gesegelt wird dabei 5 Tage lang in der sogenannten Soling-Klasse. Oberösterreich scheint in der Segelszene einen guten Namen zu haben, denn Austragungsort einer EM zu werden, ist nicht selbstverständlich. Wir sind stolz, dass wir international diese Bewerbung gewonnen haben. Es sagt aus, dass meine Beziehungen in der Klasse sehr stark sind. Wir, ich glaube, in den letzten 10 Jahren sehr, sehr erfolgreich waren. Das heißt, wir konnten also hier schon auch ein gewisses Lobbying betreiben, dass wir diese Meisterschaft bekommen. Und ich selber bin stolz und bin eigentlich sehr froh, dass wir in unserem Club am Attersee und bei mir im Club diese Veranstaltung austragen dürfen. Auch für den ASFÖ als Dachverband aller Segelvereine des Landes ist diese EM die Belohnung für die stetige Arbeit. Ja, es ist sehr beliebt, weil unsere Mitgliedsvereine sehr, sehr viel tun und ein gutes Equipment haben, um solche Großveranstaltungen protestfrei über die Bühne zu bringen. Zum Beispiel die Traunsee-Segelwoche, eine ganz, ganz tolle, große internationale Segelveranstaltung, die tausende Besucher in die Region bringt. Oder wir haben heuer das 125-jährige Jubiläum des Union Segelclubs Attersee gehabt, wo im Rahmen dieses Jubiläumsveranstaltung auch eine Weltmeisterschaft stattfand und Boote aus der ganzen Welt am Attersee waren. Auch wenn Segeln weniger elitär ist, als viele denken. Eine Soling-Europameisterschaft auszutragen, ist nicht wirklich günstig. Finanziell unterstützt werden die Veranstalter daher von der Oberbank. Ja, diese Veranstaltung bringt sicherlich gewaltige Impulse auch für den Fremdenverkehr, für die Wirtschaft. Am Ende des Sommers, der ja heuer nicht gerade berühmt war, es sollen ja 1500 Nächtigungen damit bewirkt werden und damit setzt sich diese Veranstaltung sicherlich auch touristische Impulse. Es profitieren damit auch die Betriebe, die ja unsere Kunden sind, und damit profitieren auch wir wieder. Nicht nur für die Sportler soll diese Europameisterschaft Erfolge bringen, auch das Image des gesamten Segelsports soll kräftig aufpoliert werden. Der Segelsport ist leider Gottes in Österreich eine Randsportart, wobei ich immer wieder erwähnen will und muss, dass der Segelsport oder das Segeln Österreichs erfolgreichste Sommersportart bei den Olympischen Spielen ist. Und das Zweite ist, dass sich der Segelsport eben sehr, sehr schlecht verkauft. Vielleicht arbeiten wir auch selber zu wenig daran. Vielleicht ist unser Management im Pressewesen nicht gerade so, wie es sein sollte, wie zum Beispiel im Skisport. Daran müssen wir auch noch vom Verband her arbeiten. Weitere Informationen zur Soling-Europameisterschaft unter www.soling-em2011.com.